Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hier vor mir liegt ja ein Paradiesvogel im Smartphone-Markt. Ich weiß nicht, wie ich die Marke Nubia sonst anders nennen soll. Ja, wer sie nicht kennt, es gibt die Marke Nubia natürlich nur als Importversion. Und auch hier hat mich Tradic Shenzhen mit diesem Testgerät ausgestattet. Ich soll es mir mal anschauen. Das machen wir natürlich heute. Das Nubia Z40 Pro soll überzeugen in der Ausstattung und im Preis natürlich. Da bin ich sehr drauf gespannt. Jetzt geht's los. Viel Spaß nach dem Intro. Ja, und ihr seht hier zwei Verpackungen. Einmal ein Netzteil, hier 80 Watt. Also Nubia nimmt sich schon mal heraus und legt kein Netzteil dazu. Gehe ich jetzt mal stark davon aus, ohne es schon geöffnet zu haben. Hier bei Tradic Shenzhen kostet das Gerät 697 Euro. Ich bin echt gespannt auf die Ausstattung. Wir gehen natürlich nacheinander jetzt alles durch. Hier erstmal das Netzteil 80 Watt. Also das ist schon mal eine Ansage von einem Hersteller, der kaum bekannt ist. Schön in Schwarz gehalten. Also ich glaube, der Look ist bei Nubia sehr wichtig. Hier steht nochmal drauf 80 Watt. Hier Typ C, auch als Ladeadapter. Und aber hier habt ihr natürlich den chinesischen Standard. Aber ihr kennt das, hier bekommt ihr von Tradic Shenzhen immer einen Reiseadapter mitgeliefert, um das Originalnetzteil dann auch zu nutzen. Ja, das war's schon beim Netzteil, aber das soll ja auch nicht so unbedingt spannend sein, sondern spannend wird das Gerät. Und hier schauen wir uns mal die Verpackung an. Ihr seht hier Nubia Z40 in Rot gehalten und dann nochmal Z40 so ein bisschen unterschiedlich im Karton dargestellt. Hier nochmal ein roter Akzent. Das geht bestimmt dann um die Kamera. Auch hier stehen erste Specs von der Hauptkamera drauf. Aber das gehen wir natürlich jetzt ganz langsam nacheinander durch. Wir ziehen die Verpackung mal auf und dann sehen wir hier oben auf direkt das Gerät. Das legen wir dann mal auf Seite. Da ist, glaube ich, auch was ganz Besonderes, die Rückseite. Aber das schauen wir uns in Ruhe an. Es gibt noch eine ganz besondere, exklusive Sonderedition mit der, ja, wie man es vielleicht kennt. Ich glaube, es wird nicht so genannt, mit der MagSafe-Technologie, die es auch natürlich im iPhone, ihr wisst es, im iPhone gibt, soll hier auch nicht in diesem Gerät, sondern soll es auch eine Sonderedition von dem Nubia Z40 Pro geben. Das dürfte dann wiederum etwas teurer liegen als die 697 Euro wie bei diesem Gerät. Machen wir weiter. Ein Papiertray. Schauen, was da alles drin ist. Das war es eigentlich schon, was dann in der Verpackung hier ist. Ja klar, ein Netzteil haben wir nicht. Wir machen es mal auf. Eine SIM-Nadel kommt hier zum Vorschein. Hier liegt noch eine, lassen wir sie da. Ein USB-C auf USB-C Lad- und Datenkabel. Warum das jetzt hier rot ist? Okay, auf dem Karton war auch rote Akzente, vielleicht deswegen. Schwarze Stecker, rotes Kabel. Okay, lasse ich mir gefallen. Ihr wisst ja, ich bin da so ein bisschen eigen, was das betrifft. Aber das muss ja nicht bei euch so sein. Ja, Papierkram, alles auf Chinesisch, brauchen wir also nicht durchlesen, können wir eh nicht. Eine Silikon-Schutzhülle liegt auch mit bei, das ist wirklich sehr cool. Hier der Kamera-Cutout und dann hier nochmal Nubia drauf, schwarz gehalten. Die dürfte aber relativ rutschig sein und speckig sein. Da muss ich mal gucken, wie sich das dann im Alltag so schlägt. Legen wir auf Seite, das hier auch alles. Kommen wir dann zum Gerät und jetzt schauen wir uns das mal genauer an und ihr seht hoffentlich, was ich meine, als ich vorhin gesagt habe, die Rückseite ist ganz besonders. Das fühlt sich an hier hinten wie so eine Papierschicht. Es ist aber Glas hier hinten auf der Seite, schwarz die Version. Es gibt noch eine, ja, silberne Version und die hier fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. Das fühlt sich an wie so Papier, so leicht Sandstone-mäßig, will ich es nicht sagen, aber auch so leicht sandmäßig. Nicht so wie bei OnePlus, also wirklich sehr, sehr cool. Der Kamerabump gefällt mir auch sehr gut. Hier der Hauptsensor nochmal hervorgehoben. Auch hier stehen dann die gewissen Specs nochmal drauf. Und hier steht Neo Vision nochmal drauf. Nubia hier.
Das Ganze erinnert mich so ein bisschen auch an Vivo von der Optik des Kamerabumps her. Machen wir weiter am Rahmen und hier haben wir hochwertige Materialien. Also auch hier legt Nubia gut los. Aluminium, hier einen roten Akzent Power Button, der auch noch leicht geriffelt ist. Kommt mal gut dran. Dann haben wir hier ein lauter und leiser Taste, auch sehr schön gemacht. Auf der Oberseite, die eher so ein bisschen gerade gehalten ist, aber so ein bisschen gewölbt nach innen, haben wir ein erstes Mikrofon, dann zwei Antennenstreifen. Auf der linken Seite weitere Antennenstreifen. Und jetzt weiß ich, an welches Gerät mich das erinnert vom Design her. Hier so abgerundet und oben dann gerade. Es erinnert mich an das S22 Ultra von Samsung. Also wirklich das Design so ein bisschen geklaut, aber ich will nicht sagen schlecht geklaut. Es ist wirklich sehr gut verarbeitet. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Auf der Unterseite haben wir dann den SIM-Schacht. Da pieksten wir mal rein. Und dann schauen wir, was Nubia uns hier anbietet. Eine SIM-Karte, eine weitere SIM-Karte. Also Dual-SIM-fähig, aber keine Möglichkeit, den verbauten Speicher zu erweitern. Machen wir wieder zu. Der interne Speicher übrigens, es gibt nur eine Version bei Trading Shenzhen, 128 GB. Zu der Schnelligkeit kommen wir natürlich im Laufe des Videos. USB-C 3.1 Port, auch hier legt Nubia gut vor. Dann einer von zwei Lautsprechern, es sind Stereo-Lautsprecher, einer hier und einer oben in der Hörmuschel integriert. Und die dürften sich auch relativ gut anhören. Ich gehe mal davon aus, so eher Oberklasse-Standard, da könnte man damit zu Hause sein. Ihr seht schon ein paar Kratzer hier drauf. Das ist aber nur auf der Display-Schutzfolie, die ihr natürlich auch abziehen könnt, auch welche nachkaufen könnt. Ich verlinke euch gerne unten eine, die hier genau passt. Ja, Maße des Geräts sind wir auf 72,9 mm, schön schmal. 161,9 mm in der Höhe, wirklich noch angenehm und angenehme auch 8,4 mm Dicke. Der Kamerabump guckt nochmal 2 mm heraus, aber auch durch die Rundung hier beim Display und auf der Rückseite kommt es wirklich sehr schmal in der Hand vor und auch vom Gewicht her ist es sehr, sehr angenehm. Das Display, wir schalten es mal ein und hoffen, dass noch ein bisschen Power drauf ist, ist hier 6,67 Zoll groß. Es ist ein AMOLED-Display, Full HD Plus in der Auflösung, 1080x2400 Pixel bei 395 ppi. 144 Hertz Bildwiederholungsrate bietet uns Nubia hier an. Ihr seht schon mal ein sehr, sehr, sehr schön großes Display mit sehr schön dünnen Displayrändern. Also auch hier kann Nubia überzeugen im ersten Eindruck. Machen wir weiter. Wir haben hier, wie gesagt, 144 Hertz in der Bildwiederholungsrate, 1000 Nits. Ist das Display hell oder kann es in der Spitze hell werden? Wir haben auch ein Always-On-Display, 10-Bit Farbtiefe, Dual-Edge, also auf beiden Seiten abgerundet, gefällt mir persönlich ja richtig gut. Gorilla Glass 5 als Schutz vorne auf der Front und natürlich hier oben eine Punch-Hole in der Mitte, die könnte auch etwas kleiner sein, aber ist schon vollkommen okay für bis zu 700 Euro. Ja, und hier versteckt dann Nubia eine 16 Megapixel Omnivision Sensor mit einer Blende von f2.4, worüber ihr dann natürlich das Gerät auch per Gesichtserkennung entsperren könnt. Und kommen wir zu den Kameras auf der Rückseite. Hier legt Nubia wirklich auch nochmal eine Schippe drauf. 64 Megapixel Sony IMX787, der ist ganz, ganz selten verbaut. Da bin ich wirklich gespannt auf diese Fotos mit einer Blende von f1.65. Fotos übrigens bei mir auf Social Media zu sehen, folgt da gerne, da schaut mal gerne vorbei. Als zweiten Sensor 50 Megapixel Samsung JN1, den kennen wir schon, der ist wirklich sehr, sehr gut in der Qualität der Ultraweitwinkelfotos, 116 Grad Weitwinkel und hier eine Blende von f2.2. Dann ein Telesensor mit 8 Megapixel f3.4 in der Blende, 5-fach optisch Zoom möglich und hier die 5-fach sind auch noch dann optisch bildstabilisiert. Auch sehr cool, dass da der Telesensor eine bisschen Stabilisierung erfährt. Ja, dann
8K-Videos kann die Hauptkamera darstellen. 4K-Videos natürlich auch. Ultra-Stable-Video-Modus ist ja mittlerweile bei allen irgendwie integriert, aber auch bei allen nur leider in Full HD. Ich bin gespannt, wann der erste Hersteller hingeht und 4K-Ultra-Stable-Video-Mode anbietet. Da bin ich wirklich sehr drauf gespannt. Optische Bildstabilisierung auch natürlich auf dem Hauptsensor und auch auf dem Ultra-Weitwinkel. Elektronische Bildstabilisierung als Unterstützung. Laser-Autofokus, HDR, RAW-Format, könnt ihr die Fotos auch aufspeichern. Natürlich einen Nachtmodus, der darf nicht fehlen. Wie gesagt, 5-fach Optik-Zoom und 9-fach Hybrid-Zoom und bis zu einem 30-fach Digital-Zoom ist hier möglich. Ja, kommen wir dann zur Software und hier ist Android 12 installiert. Hier liegt dann Nubia drüber, MyOS, und ihr seht hier entweder Englisch oder halt Chinesisch. Wir nehmen natürlich Englisch. Ich richte es jetzt mal kurz ein und dann sehen wir uns mal die Oberfläche genauer an. Ja, das Gerät wurde sehr, sehr schnell eingerichtet. Also MyOS von Nubia ist sehr, sehr, ja, ich sag mal Stock Android vielleicht sogar. Aber ihr seht schon die angepassten Apps und so weiter. Hier auch einige chinesische Apps. Der Tester vor mir hat natürlich das Gerät zurückgesetzt und somit ist hier kein Google Play Store drauf. Den könnt ihr aber ganz leicht nachinstallieren. Damit ja, mit einem anderen Gerät einfach die neueste Version runtergeladen und dann halt per Bluetooth hier rüber und dann installiert. Dann habt ihr den Google Play Store und auch alle Services dann nachinstalliert. Das könnt ihr vollkommen nutzen. Wenn ihr das Gerät bei Trading Shenzhen erwerbt, macht das für euch alles der Service von Trading Shenzhen, auch ganz klar. Ich wollte noch was zum Fingerabdrucksensor sagen, der relativ hoch angesiedelt ist. Also ihr seht hier, ziemlich weit oben ist er angesiedelt, aber halt auch doch relativ schnell. Das finde ich ganz gut. Ich habe schon mal in den Einstellungen geguckt beim Display. Die Bildwiederholungsrate habt ihr zur Auswahl 60, 120 oder sogar 144 Hertz in der Bildwiederholungsrate einzustellen. Finde ich gut, dass 120 Hertz nochmal als Zwischenschritt so genommen wird, um halt auch dann nochmal ein bisschen Akku zu sparen. Ja, gepowert wird das Gerät und auch hier verbaut Nubia, ich kann es immer wieder nur sagen, Flaggschiff-Niveau, Snapdragon 8 Gen 1, ist es ein Octa-Core mit 3,0 GHz, Adreno 730 Grafikeinheit. Ihr habt hier bei dieser Version 8 GB LPDDR5 RAM und 128 GB UFS 3.1 interner Speicher. Also auch hier natürlich Flaggschiff-Niveau, AnTuTu Benchmark-Punkte 1.021.513. Also somit könnt ihr alle Games, die ihr im Play Store bekommt, hier komplett in den besten Einstellungen zocken und das für einen Preis von ja knapp 700 €. Der Preis wird bestimmt auch noch fallen. Schaut da wie gesagt gerne unten mal in der Videobeschreibung nach. Bei der Konnektivität, und das ist ja bei Importgeräten immer so eine Sache, hier gibt's natürlich 5G, ihr habt gesehen, Dual 5G mit dem wichtigen Frequenzband N78, das ist vorhanden, also 5G könnt ihr komplett voll und ganz nutzen. LTE-Band, das wichtige Band 20, ist auf jeden Fall auch mit an Bord, das finde ich wirklich ganz cool, das war ja bis zum Schluss nicht ganz klar. Und dann aber halt hier die kleine Einschränkung, aber ich glaube, das fällt noch nicht mal vielen so auf. Das Band 28 im LTE-Frequenzband ist leider nicht mit an Bord. Also da muss man doch bei sich dann schauen auf der Frequenzbandkarte, ob man Band 28 unbedingt benötigt. Wenn nicht, kann das Gerät durchaus was für euch dann halt auch sein. WLAN 2,4 und 5 GHz sowie Wi-Fi 6, der neueste Standard natürlich auch. Wenn euer Router das hergibt, könnt ihr hier wirklich sehr schnelles WLAN dann zu Hause nutzen. Bluetooth 5.2, um halt ja Smartwatches, Bluetooth-Kopfhörer und so weiter zu koppeln. NFC fürs kontaktlose Bezahlen, obwohl hier das Gerät den Safety-Check-Net-Test nicht bestanden hat. Das ist schade, also ihr könnt keine sicherheitsrelevanten Apps hier nutzen. Das ist ein bisschen blöd, aber NFC ist trotzdem mit an Bord. Der verbaute Akku ist 5000 mAh stark, der hier drin steckt. 80 Watt könnt ihr das Gerät mit dem ja nicht mitgelieferten Netzteil laden, aber ihr könnt nachkaufen. Ihr findet, wie gesagt, alle Links zu den Sachen unten bei mir in der Videobeschreibung. Guckt da gerne nach. Ja, jetzt schreibt ihr mir mal bitte in die Kommentare, wie euch erstens das Gerät gefällt und ob ihr euch
das Gerät hier, ein Nubia Z40 Pro, welches ja wirklich nicht bekannt ist, für knapp 700 Euro euch importieren würdet. Es ist High-End-Technik hier verbaut, das kann man gar nicht anders sagen. LTE-Band 28 fehlt leider, aber Band 20 ist da, 5G ist vollkommen da. Also würdet ihr euch solch ein Gerät kaufen? Ich bin wirklich gespannt auf eure Meinung. Und jetzt soll es das gewesen sein für das Video über den Paradiesvogel unter den Smartphones, das Nubia Z40 Pro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!